So, meine Kollegen, da sind wir schon wieder. Einfach mal, das war nämlich die falsche Entscheidung, da lang zu gehen, weil die nämlich schon Level 17 sind und das ziemlich blöd ist. Und wir dann immer gleich instant sterben, das ist scheiße. Dann laufen wir lieber doch trotzdem nochmal hier lang. Vielleicht gibt es ja noch was. Ach, stimmt, wir müssen ja in den Inn oder sowas, kann das sein? Einfach mal so ein bisschen ausschlafen, wäre gut. Ich habe, glaube ich, gar nicht genug Glück zum Ausschlafen, oder? Heute ist der heilige Mahnetag. Alle Zimmer sind kostenlos, müssen bleiben. Ja, klar. Soll ich dich am Morgen oder am der Nacht wecken? Lieber am Morgen, wäre cool. Eine schöne gute Nacht. Mach's gut. Schlaf gut, ne? Und drücke mal einen Knopf, Dude. Lunatikstag. Das hat man nie. Später mal vielleicht. Dankeschön. Ist das hier eine Kiste? Nee, ne? Du hast keinen Samen. Klingt völlig falsch. Das klingt ja mal sowas von falsch. Du hast keinen Samen. Oh Mann, ey. So gut. Sie ist eine reisende Wahrsagerin. Mir konnte sie zuvor nicht helfen, aber versuch du es doch mal. Sieht aus wie ein Mann. Das Leben einer Person ist zu 99% Schicksal. Das letzte 1% ist die Hoffnung. Sag mir, Wahrsagerin, was soll ich machen? Manchmal sind Leute so verzweifelt, dass sie 1% an Hoffnung verloren haben. Das ist der Zeitpunkt, wenn sie zum Tempel des Lichts in der heiligen Stadt Wendell gehen. Tempel des Lichts? Klingt gut. Wenn du dich in der Dunkelheit führst, brauchst du ein Licht, das dich führt. Geh nach Wendell. Potzblitz, hey, sie hatte mir das gleiche erzählt. Ich fragte, ob mein Kind ein Junge oder ein Mädchen wird und sie sagte einfach, geh nach Wendell. Unverschämtheit, diese alte Frau hat keine Ahnung, wovon sie spricht, also. Das Leben einer Blabub, hast du schon gesehen? Ja, genau, das hast du schon gesehen. Hey, Potzblitz, alter Schwede, hast du sie nicht gesehen, ja? Krass, so scheiß. Oh, wird automatisch bewegen. Die heilige Stadt. Das klingt gut. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Aber hier kann ich nicht bleiben. Nee. Ich gehe. Was habe ich schon zu verlieren? Eh nix. Vielleicht lerne ich sogar Magie zu benutzen. Das wäre geil. Das wäre geil. Ja, für jeden. Für jeden. Von Altena gejagt, vor Mördern fliehend, reist Prinzessin Altena nach Wendell, der heiligen Stadt. Sie konnte nicht ahnen, dass das Schicksal der Welt in ihre Hände gelegt werden sollte. So, das war's mit dem Spiel. Danke hier fürs Zusehen und das war hier Secret of Mana 2, was eigentlich Seiken Tensetsu 3 heißt, weil nämlich jetzt schon die Credits kommen. Gut, ne? Das, also, hat mir sehr gefallen, das Spiel. Ja, doch, das war ziemlich geil. Muss schon sagen. Effektreich wie Sau und eine geile Geschichte, echt. Also, boah, alter Schwede, ist die Geschichte geil gewesen. Weißt du, oh meine geile Idee, so am Anfang jetzt schon die Credits zu bringen, das ist schon geil. Da kann man mal seine Zuschauer schon mal ein bisschen auf den Arm nehmen. Aha, was ich oft gemacht habe. Ja, genau. Ja, das nehme ich schon sehr lange. Special Man unter Levio Spawn, unter Ryu, unter Fioso und der Reaper unter Sig haben nämlich schon die deutsche Version gemacht. Weil das ja, glaube ich, nur auf Japanisch gibt oder sowas, zeigen wir dazu. 3, also hier Secret of Mana 2 gibt es ja bei uns, glaube ich, gar nicht. Wenn ich mich nicht irre. Also kannst du bei uns nicht, kriegst du einfach nicht. Darum haben sie es mal übersetzt, weil ich die nicht gut finde. Ach, geht's los jetzt hier oder was? Wo geht los? Festungsstadt Jad. Etwas ist komisch. Die Stadt scheint so anders. Sei wachsam. Sei wachsam. Sei ja wachsam. Wir, die Krieger des Biestkönigreiches, kontrollieren nun diese Stadt. Misch dich hier nicht ein und wir werden dir nicht wehtun.
Die Beastmänner haben den Hafen eingenommen. Ich glaub, wir stecken hier fest, ja. Wenn ich jünger wäre, würde ich diese Soldaten zerquetschen. Aber ich habe Probleme mit meinem Ischias im Rücken. Ah, das geht nicht, Alter. Oh, das geht nicht. Oh. Wenn ich nur jünger wäre, ja, ja. Hier gibt's eh keine neuen Schwerter, oder? Kann ich mir eh nicht leisten. Ist ja auch schon. Aber egal, mit noch mehr Rekruten. Leider habe ich nichts. Die Biestemänner haben alle meine Waffen beschlagnahmt. Ich habe nichts. Ich versuche mal so verschiedene Stimmen einzubauen. Das hoffe ich, kommt gut an, oder? Was? Was schaust du so? Was willst du von mir? Alter, ein auf der Mappe oder was? Mit? Du willst kämpfen? Achso. Das war bestimmt die beste Idee, die wir haben können. Gegen den zu kämpfen. Weil es nämlich jetzt schon wieder verschwimmt hier. Ah, das war ja die beste Idee. Geil. Geht ab. Hä? Wo bin ich? Oh. Ihr Lebenspunkt. Geil. Muss ich wieder Geld ausgeben? Bist du verrückt? Kannst du doch nicht machen. Wenn du die Biestmänner wütend machst, wirst du sterben. Ja. Alter, es geht so nicht. Es ist kostenlos. Solange diese Biestmänner hier sind, kann ich keinen Profit machen. Ich muss ja eh schlafen. Diesmal in der Nacht, bitte. Schöne gute Nacht, ja. Ich hab nur schon einen ähnlichen Lebenspunkt, das ist blöd. Drücke mal einen Knopf, Dude. Lunatikstag. Nö, einfach nö. Nö, das will ich jetzt nicht so. Nö, das sehe ich nicht ein. Weil es ja ziemlich Nacht ist hier. Kann man den nicht ansprechen? Was willst du? Geh ja weg. Geh ja weg. Sonst setzt es was. Hier geht's nicht weiter. Weil ich jetzt bestimmt in die falsche Richtung laufe. Ja, denke ich mal schon. Na toll. Ist ja voll geil, ja. Voll steil. Voll steile Sache, Mann. Weil hier gibt es nämlich auch nichts. Ist das auch hier gibt es nichts. Ich wusste, dass es mal nichts gibt. Wusste ich doch, dass es hier nichts gibt. Oh, wir gehen mal hier ins Pub. Pape. Wer bist du denn? Diese Stadt ist im Krieg. Mein Zuhause ist im Krieg. Die ganze Welt ist im Krieg, ja? Wie wird das nur enden? Oh Mann, ey, die Biestmänner sind tagsüber viel Menschen, aber bei Nacht verwandeln sie sich in Biesterbestien. Aber wenn das passiert, können sie nie stillsitzen. Das ist unsere Chance zur Flucht. Zuflüster. Was gibt es denn oben? Ah, hier, guten Tag. Entschuldige, ich suche nach meinem jüngeren Bruder. Hast du ihn gesehen? Ja, sicher, ja. Hm, wo hast du ihn gesehen? Gut. Gelogen? Wie konntest du nur... Also Lügen ist das Dreisteste, was geht, aber... Du wolltest mich nur etwas aufheitern, nicht wahr? Hm, danke. Ja, was sag ich, wenn ich Schnee mache? Verstehe. Hm, danke. Verstehe. Hm. Danke. Hm. Verstehe. Voll ja. Hm. Ich verstehe das voll. Hm. Achso, jetzt wieder hier hin. Hm. Hm. Wo geht's hin? In Aladdins Wunderlampenladen. Und steht er dann in der Ecke. Willkommen. Was willst du? Natürlich wieder sowas. Ich muss meine Vorräte wieder aufstocken, die ich vorhin verloren habe. Eins. Machen wir mal zwei. Eins, zwei von denen und eins von dem. So. Nö, nichts mehr. Ja, auf Wiedersehen. Mach's gut. Was bist du denn? Ja, au. Hast du mich erschreckt? Ey, kannst du nicht machen. Bitte sag niemandem, dass ich hier bin, ja?
Andere Beastmänner dürfen mich nicht, jetzt nicht sehen, bitte. Und schon die Charaktere, die wir im Charakterauswahlmenü genommen haben, mit ausgewählt haben, die werden da bestimmt auch noch eine Rolle spielen, mehr oder minder. Ja. Wenn wir halt hier nichts machen können, dann tun wir halt nochmal hier, hier noch ein bisschen pennen. Ja, ja, ist kostenlos, so lange, wir haben es nie gesehen. Jo, danke, dass ich mal übernachten darf. Oh, war voll nett von dir. Ey, das ist echt voll nett, Mann. Und ich drücke sowas von den Knopf. Das ist ja nicht. Vesuvius-Tag. Vesuvius-Tag. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bim, bim, bum, bam, bim, bum, bum. Bum, bum, bim, bum, bum. Steht da oben noch eine oder eine? Boah, gleich angucken. Kann ich mit dir nochmal quatschen? Oder? Hm? Was schaust du so? Was willst du von mir? Ey, du, hör mal zu. Gut. Gut. Hä, wenn du sagst, hör mal zu? Was für eine Rotze? Wir, die Krieger des Bestienkönigreichs, kontrollieren nun diese Stadt. Misch dich nicht ein, wenn ich will. Ja, ich hab schon vorgelesen. Blubben. Blub, 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 blub. Dot, 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 dot. Düt, 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 düt. Da steht immer eine. Die Bestienmänner planen Wendell als nächstes anzugreifen. Wir müssen sie irgendwie warnen. Die da in Wendell verzisten, der in Wendell. Weil ich immer so mit dem Slang ausspreche. Diese Stadt Nermen. Du hast Streit mit denen. Dann schnell raus aus der Stadt. Schnell raus da. Die Bestienmänner haben den Hafen eingenommen. Ich glaube, wir stecken hier fest, ja. Nicht so gut. Ach so, ja, hab ich schon vorgelesen. Aha. Ja, ich muss wieder anders hinsetze. Und meine Stimme vor allen Dingen anders klingt bestimmt jetzt, oder? Nee, ne. Mal kurz anders hinsetzen hier, ey. Boah. Schweden, die Schwede. Dü, 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 dü. Hier geht's überall nie weiter, oder was? Ach, hier geht's noch weiter. Sag das doch. Irgendwo. Geht's hier raus, hier? Warte, willst du? Geh doch mal weg, Mann. Gehst du mal weg, oder jetzt? Geht doch nicht. Komm mal weg. Zum Waffenladen was Neues. Boah, ey, ich weiß echt nicht, wo ich hin soll, ne? Das ist voll krass, der Wahnsinn. Hast du noch was anzubieten hier? Ich will erstmal mit ihm reden hier. Das muss wohl ein Scherz sein. Ein Waffenladen, der keine Waffen verkauft. Was dat denn? Und diese Biestmänner machen mich so wütend. Ich kann mich. Aber ich kann sie nicht alleine besiegen. Ich werde wieder wütend. Noch mehr Kunden. Na, leider habe ich nichts. Die Biestmänner haben all meine Waffen beschlagnahmt und mitgenommen. Voll Kacke. Voll Kackendreck. Voll Scheiße. Was hört? Ja, hört doch mal zu. Hörst du jetzt mal zu, oder was? Warte, Bild, du. Geh doch mal weg, ja. Was bringst du jetzt hier, um die rumzulaufen? Ah, das bringt's immer voll.